Der Leichnam des gekidnappten Computerspezialisten Bruce Morgenhold ist heute Morgen in einer Villa in Peru entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge ist sein mutmaßlicher Mörder Hugo Lacerda, der Anführer einer Guerilla-Organisation namens Stimme des Volkes. Hier nun Bilder vom Auslaufen des hochmodernen Kriegsschiffes USS Walsh. Es ist auf dem Weg ins Gelbe Meer zu seinem ersten Einsatz. Minister Mason nannte es die Waffe des 21. Jahrhunderts. Es bekräftige Amerikas Bündnistreue zu seinen japanischen Verbündeten. Wir hoffen darauf, dass die Anwesenheit der Walsh, die mit der modernsten Rüstungstechnologie ausgestattet wurde, die unser Land zur Verfügung hat, als deutliches Zeichen unsererseits Frieden einkehren lässt. Den Informationen, die du in Peru sicherstellen konntest, zufolge, sieht es so aus, als sei Hugo Lacerda von Dritten mit der Entführung und Befragung Morgenholz beauftragt worden. Man hat ihn dafür mit Waffen bezahlt. Anscheinend benutzt Lacerda diese Waffen nun, um seine eigenen Männer aufzurüsten und um Schulden bei anderen Guerilla-Gruppierungen zu begleichen. Obwohl Lacerda in diesem Spiel nicht die wichtigste Figur ist, besteht die Möglichkeit, dass Morgenholt ihm Dinge verraten hat, die nicht für ihn bestimmt waren. Die Maria Narcissa befindet sich auf offener See. Es gibt also kein Entkommen für das Schiff. Gehe an Bord, durchsuche das Schiff und finde heraus, wer Lacerdas Geschäftspartner sind. Sorge danach dafür, dass Lacerda nicht mehr in der Lage ist, seine Informationen weiterzugeben. Morgenholz Kenntnisse über Messys Kernels, rekursiven Datenverkehr und waffenfähige Algorithmen lassen sich ohne weiteres mit Oppenheimers Wissen über Atome oder Turings Erkenntnissen über digitale Computer vergleichen. Die im Rahmen des Projekt Watson von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Erforschung von Messys Kernels förderte Erkenntnisse zutage, von denen niemand zu träumen gewagt hätte. Wie damals das Manhattan-Projekt werden die Ergebnisse der Forschungsarbeiten die Kriegsführung der nächsten Jahrhunderte prägen. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass es Che Guevara im Jahre 1959 gelungen wäre, Oppenheimer zu entführen und zu verhören, dann hättest du in etwa ein Bild von der Lage, in der wir uns befinden. Wir werden dich mit dem Helikopter etwa 40 Kilometer vor der Maria Narcissa im Kurs des Schiffes im Wasser absetzen. Klettere ungesehen an Bord. Durchsuche das Schiff und die Frachträume. Finde so viel wie möglich über die Waffenlieferungen und Geschäftspartner Lacerdas heraus. Satellitenaufnahmen zeigen, dass ein Beiboot am Heck der Maria Narcissa befestigt ist. Das wird der primäre Exfiltrationspunkt. Falls alles schief geht, werden wir dich wohl auch aus dem Wasser fischen können. Während der gesamten Zeit wird sich die Walsh in Helikopterreichweite der Maria Narcissa befinden. Wir müssten ihnen also bei der Evakuierung helfen können. Wenn alles gut geht, werden wir sie, sobald sie mit dem Beiboot aus der Reichweite des Schiffes sind, abholen. Fischer, wir haben gerade den Wartungsbericht vom letzten Aufenthalt im Trockendock erhalten. Auf der Maria Narcissa wurde ein zentrales Alarmsystem installiert. Lass mich raten. Wenn ich dreimal den Alarm ausgelöst habe, ist die Mission vorbei. Natürlich nicht, Fischer. Das ist ja schließlich kein Videospiel. Aber wenn du nicht willst, dass man auf dem ganzen Schiff von deiner Anwesenheit weiß, solltest du vorsichtig sein. Was zum Henker? Was? Vorsicht! Eine wirklich schöne Nacht. Was ist passiert? Wie groß ist die Mannschaft? Wie viele Männer befinden sich an Bord? Insgesamt? Wir sind, glaube ich, 36. Aber da sind Lacerda und seine Söldner mitgezählt. Wo steckt Lacerda? Er war vorhin hier, vor 20 Minuten. Hat sich über seine Unterbringung beschwert. Sagte, dass er eine andere Kabine haben will. Das stimmt hier nicht.
Harry, das habe ich gehört. Lass mich in Ruhe. Stimmt doch was nicht. Na komm, regeln wir das von Mann zu Mann. Fischer, sieht so aus, als würde Lacerda seinen neu gewonnenen Reichtum nutzen. Er bezahlt seine Schulden mit einem Teil der Waffen, die ihm geliefert wurden. Ihr wollt, dass ich noch ein paar Waffenkisten mehr scanne? Noch besser. Befestige Peilsender daran, dann können wir feststellen, für wen sie letztendlich bestimmt sind. Okay. Gute Arbeit, Sam. Das ist die erste Kiste. Halte die Augen nach weiteren offen. In Ordnung.